Auch da unpräzis der Pass. Und deshalb die Tschechien mit der Möglichkeit und dem Tor. Vítkovice geht in Führung. Durch Rudolf Huna. 1:0 nach 6 Minuten und 17 Sekunden. Ausgangspunkt, wieder einmal ein ganz schlechter Pass eines Russen. Nach diesem schlechten Pass ging es zügig Richtung Tor von Ufa. Huna konnte noch ablenken. Und damit heißt es 1:0 für den Außenseiter. Rudolf Huna, ebenfalls ein Slowake, seiner ersten Saison wieder zurück in Vítkovice. Spielte bereits die vorletzte Saison dort. Schöner Pass, nächste gute Chance, vorbereitet wieder von Rudolf Huna. Abgeschlossen von Andrei Roman und es klappt dann doch noch. Da ist das 2:0 und man muss sagen, hochverdient für Vítkovice. Nach genau 10 Minuten ist dieser Mann hier, Iro Tarki, zum zweiten Mal geschlagen und er wird sich beklagen über mangelnde Unterstützung, denn das ist ein Hühnerhaufen da hinten. Da kommt Kai Gorodov zu spät. Hier kümmert sich nicht genügend um den Gegenspieler und da haben die Tschechen gut lachen. Rudolf Huna, auch der Schütze des 2:0. Lischtov tankt sich vorbei an der Bande. Filatov für Sinoviev. Der Mann der schnellen Drehungen und Wendungen. Tankt sich dann überraschend doch noch durch. Und versenkt die Scheibe im Tor. 2:1 durch einen Geniestreich von Sinoviev. Schauen Sie sich das an. Täuscht an, hinten durchzugehen, zieht dann die Scheibe mit dem Stock nach vorne. Und da lässt sich Malek erwischen. Macht da bisschen auf und genau durch diese Lücke hindurch geht die Scheibe. Damit also Sergei Sinoviev mit dem 2:1, das wieder etwas Hoffnung bringt, zurück in die Reihen von Ufa. Svačina, dann Huna und bereits die erste Chance wieder nach wenigen Sekunden. Die auffälligste Reihe der Tschechen mit dem 3:1. Und das ist ein Tor von Andrei Roman. Nach nur einer Minute und 12 Sekunden ist er wieder da. Der 2-Tore-Vorsprung für Vítkovice. Und wieder war Rudolf Huna beteiligt. Nämlich hier. Mit diesem Pass und dann aus der Drehung trifft er ins Nahe-Eck. Andrei Roman, 23-jähriger Stürmer in seiner ersten Saison bei Vítkovice. Der Großgewachsene, wobei, wenn ich sage großgewachsen, ist das eben allgemeingültig, fast schon für die Verteidiger von Vítkovice. Da ist kaum einer unter 1,90, wirklich auffällig, wenn man sich die Liste anschaut. Der kleinste Verteidiger ist 1,85 und ist damit die Ausnahme. Und das ist auch fast eine Ausnahme, dass die Russen gefährlich sind und dann auch effektiv nach dem Abpraller zum Tor kommen. Zum 3:2 Topscorer Igor Mirnov nach 3 Minuten und 56 Sekunden. Zweiter Treffer an diesem Spengler Cup hat er gestern das Score eröffnet. Den ersten Treffer des Turniers erzielt gegen Fribourg-Gotteron.
sollte dann der einzige bleiben für Ufa. Sloboda. Stelik. Immer noch Stelik. Der Verteidiger, da liegt die Scheibe frei und ist drin. Wladimir Svačina mit dem 4:2. Nach 6 Minuten 43 Sekunden im zweiten Drittel. Stelik setzt sich dadurch vor dem gegnerischen Tor. Die Vorarbeit der 75. Dann kommt die Scheibe etwas glücklich zu Svačina und er kann es nicht fassen. Wladimir Jurzinov darf ja nicht wahr sein. Wieder so ein Tor gefressen, wird er sich sagen. 4:2, die Führung für sein Team. Und dann ist die Scheibe doch drin. Sinoviev. Mit seinem zweiten Treffer am heutigen Nachmittag. Er hat bereits zum 2:1 getroffen, jetzt verkürzt er wieder auf 4:3. Immer wieder das gleiche Spielchen. Vítkovice führt mit 2 Toren und Ufa kommt immer wieder heran. Vorbereitet der Treffer von Denis Chlistoff mit diesem Schuss. Dann gibt es den Abpraller und der landet bei Sergej Sinoviev. Filatov. Sinoviev beim Bulli. Gegen Hujewka. Der allerdings weggeschickt wird. Fair and face off. Shoulder back. Und gute Abschlussposition hier. Schön durchgespielt. Und das ist der Ausgleich. Schöne Einzelaktion von Nikita Filatov, dem zweitbesten Scorer in der Meisterschaft. Nummer 28 hier lässt er den Verteidiger aussteigen und dann auch den Torhüter Roman Malek. Nikita Filatov, 22-jährig, ein sogenannter First-Round-Pick in der NHL. Columbus hat sich die Rechte gesichert. Er hat auch bereits in Nordamerika gespielt, 4 Jahre lang. Allerdings hat er sich in der NHL nicht durchsetzen können. 53 Mal NHL gespielt, aber mehrheitlich in der American Hockey League agiert. Die Verlängerung in Spiel 3. Etwas mehr Platz für alle Beteiligten. Wie gesagt, nur je 4 Feldspielen und hier ein 3 gegen 1 und gleich das Tor nach nur gerade 12 Sekunden. Kirill Koltsov mit der Nummer 49 ist der Mann, der Malek zum 5. Mal in diesem Spiel bezwingen kann. Und das ist jetzt wirklich bitter für Peter Oremus und sein Vítkovice. Immer geführt in dieser Partie. Dreimal mit 2 Treffern vorne gelegen und am Ende siegt halt dann eben doch der Favorit aus Ufa nach nur gerade 12 Sekunden der Verlängerung. Hier dieser Scheibenverlust, dann ging es blitzschnell in die andere Richtung und die Überzahl wurde genutzt. Kai Gorodovs Querpass und dann direkt geschossen hat Kirill Koltsov.